So, herzlich willkommen zu diesem zweiten Video und wir werden uns jetzt mit den verschiedenen Request-Typen in HTTP vertraut machen. Sie kennen mit Sicherheit, das haben Sie ja gerade auch schon gesehen, den sogenannten GET-Request. GET ist dazu da, dass man Queries auf dem Server macht oder einfach Daten lädt vom Server. Ne? GET und eine HTML-Seite und dann zeigen Sie die an. Was Sie wahrscheinlich noch kennen, gerade wenn Sie in der Schule oder am Studienanfang so Formulare programmiert haben, ist der sogenannte Post-Request. Das ist jetzt hier der unterste. Mit Post schicken Sie zum Beispiel Formulardaten. Also wenn Sie ein HTML-Formular gemacht haben, schicken Sie die Formulardaten normalerweise mit Post-Request zum Server. Im Gegensatz zum GET-Request hat der Post-Request noch einen großen Body, wo man gesonderte Daten mitschicken kann. Die Request-Typen, die Sie nicht so kennen, wahrscheinlich aus der täglichen Verwendung, ist der Put-Request. Put dient war mal dazu da, um Daten am Server zu ändern. Während Post dazu da war, neue Daten anzulegen. Ne? Put, Daten ändern, Post, neue Daten anlegen. Inzwischen ist zu Put noch der Patch-Request hinzugekommen. Das heißt, jetzt haben wir schon Sachen zum Laden, zum Neuanlegen und zum Ändern. Dann schreit das geradezu noch nach einem Request-Typen, um Daten zu löschen. Und wenn Sie das gesamthaft anschauen, haben wir eigentlich Request-Typen, um Daten anzulegen mit Post, Daten zu ändern mit Put, Daten zu laden mit Get und Daten zu löschen mit Delete. Und damit kommen wir sozusagen auf alle sogenannten CRUD-Informationen, Create, Read, Update und Delete, die Sie auch in jeder normalen Datenbank haben. Das heißt, Sie sind jetzt in der Lage, mit diesen HTTP-Kommandos eine Art Datenbank-Interface zu machen. Es gibt tatsächlich auch Datenbanken, die sowas anbieten, wie CouchDB oder auch MongoDB. Kommen wir aber später noch dazu. So, es gibt weitere Request-Typen in HTTP, Options, Head, Trace und Connect. Zeige ich Ihnen gleich mit Hilfe von Postman. Und wie gesagt, die Daten, die Sie adressieren wollen oder die Seite, die Sie adressieren wollen, sind über so eine sogenannte URI klassifiziert. So, und um das mal demonstrieren zu können, verwenden wir jetzt ein Werkzeug, das Sie sich installieren sollten. Das macht Sinn. Und zwar den Postman. Den brauchen wir immer dann, wenn wir jetzt mit, sagen wir mal, vollumfänglichem HTTP arbeiten wollen, also wenn wir die Autorisierung oder Bearer-Tokens oder besondere Request-Typen herstellen wollen, dann bietet es sich an, Postman zu verwenden. Alternative wäre dazu Curl auf der Kommandozeile und auch IntelliJ bietet eine Möglichkeit an. Aber so das Profi-Tool ist Postman. Sehen Sie hier www.postman.com, können Sie es runterladen. Habe ich natürlich schon. Und jetzt schauen wir uns das hier mal im Detail an. Ich habe hier dann von der Oberfläche her, hier sind sozusagen alle Aufrufe, die ich jetzt vor diesem Video schon gemacht habe. Hier haben wir den GET-Request. Sie sehen, hier kann ich auch die anderen genannten Requests aufrufen auf https://www.throsenheim.de. Wenn ich das mal schicke, gibt er mir hier, muss das mal groß machen, kann ich mir hier das anschauen, was ich geschickt habe. Das werden wir später in weiteren Videos uns nochmal genau ansehen. Und das hier unten, Body, Cookies, Headers, das ist die Antwort vom Server. Sie sehen hier Status Code 200, alles prächtig. Und Sie sehen, hier ist, wenn man das jetzt darstellen würde, wäre das sozusagen die Seite der TH Rosenheim. Na, kann man nicht visualisieren, schade. Aber Sie sehen, das ist ganz normaler HTML Source Code und wahrscheinlich, wenn ich das jetzt rendern würde, wäre da die Seite der Hochschule zu sehen. So, Sie sehen hier einen GET-Request. Jetzt kann man mit der TH Rosenheim-Webseite nun nicht so gut Experimente machen. Deswegen zeige ich es Ihnen jetzt an einem anderen API und zwar an dem Star Wars API. Da kann man besser dran rumexperimentieren. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wo das herkommt. Das ist www.2pi. Das ist das Star Wars API. Das ist ein sehr, sehr schönes RESTful Web Interface. Und da kann man Abfragen machen nach Luke Skywalker und Co. Und da tue ich mich jetzt leichter, eine Demo zu geben. Deswegen nehmen wir hier dieses SwapI API. So, also versuchen wir nochmal einen GET-Request zu machen. HTTPS swapi.dev. Dann reicht ja ein API raus. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sozusagen so ein aufrufbares Zeugs mit API gekennzeichnet ist. Und jetzt kann man zum Beispiel sagen, people 1.
Also das heißt, wenn man das, die URL mal durchliest, gebt mir von den Leuten von Star Wars den Lloyd Nummer 1 und jetzt senden wir das mal los. Und es kommt als Resultat Luke Skywalker Größe 1,72 Meter und so weiter. Diesen Antwortdatensatz, den schauen wir uns nachher nochmal genauer an. Darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Ich wollte Ihnen erstmal die HTTP-Verben zeigen. Das heißt, viel ist jetzt hier nicht möglich, da ich natürlich nicht die Erlaubnis habe, jetzt hier Daten zu ändern. Das werden wir später sehen. Also sowas wie ein Post-Request, ein Delete oder ein Put-Request kann ich Ihnen nicht zeigen. Ich kann Ihnen aber die zumindest mal zwei Request-Typen zeigen, und zwar den Head-Request. Wenn wir mal Head aufrufen, sende das mal, dann schickt er uns nur den HTTP-Header zurück von dem Ergebnis. Das heißt, hier haben wir die neuen Header-Parameter, man muss das anschauen. Das heißt, das sind so die Daten, die uns der Server zurückgeschickt hat. Also da kommt nur der Header zurück. Im Body wäre jetzt halt die Information über Luke Skywalker. Ich kann den Server auch fragen, bei der URI, die ich hier habe, also People 1, welche Options habe ich? Also was darf ich aufrufen? Rufe das mal kurz auf. Und da sehen Sie, ich kann, das ist hier unter Allow zu sehen, also einer von den, im Response-Header kommt das zurück. Ich kann hier sagen Get, Head und Options. Und genau die Sachen habe ich Ihnen vorgeführt. Wie gesagt, normalerweise bei, sagen wir, Servern, die wirklich eine API anbieten, haben Sie natürlich noch mehr Funktionen zur Verfügung. Da können Sie auch einen Put- und einen Post-Request machen. Das sehen wir alles im Laufe der Vorlesung nochmal genauer, speziell wenn es an RESTful-Interfaces geht. So viel erstmal zu Postman. Wir kommen gleich nochmal wieder drauf zurück. Das heißt, Sie haben also in HTTP mehr Request-Typen, als Sie vielleicht gedacht haben. Sie kannten Get und Post von einfachen HTML-Formularen und das haben Sie gesehen, man kann auch Daten löschen mit Delete oder man kann Daten ändern mit Put. Wie das genau geht, sehen wir noch.